Deckung. Schnell! Zu euren Schiffen! Dort wird er sicher sein. Der Vizekönig ist vermutlich im Thronsaal. Aber das ist mein Schiff! Ich muss da drüber reden, sorry, tut mir leid. Was übernehmen wir? Dum, dum. Dum, dum, dum. Ach nee, der war. Okay. Willkommen zu einer neuen Folge von Lego Star Wars. Ich habe eben kurz die eine Stunde gestoppt und weiter angefangen. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr es ja. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren, alles was ihr so machen wollt. Vielen Dank. Und jetzt geht's los: Bosskampf gegen Darth Maul. Darth Maul, noch einmal, weil es episch ist. Ja, ja, ja. Okay. Sei wachsam und denke an deine Ausbildung. Okay. Kleine Fliege hier. Alter, warum ist hier so Fokus auf ihn? Lass mal. Okay, er will das nicht. Okay, jetzt wird mir erklärt nochmal, wenn man etwas wirft. Warum auch? Okay. L2. L2, um dann um das Licht fest zu werfen. Ah ja. Okay, das wird mir einfach nochmal erklärt. Junge, Junge, Junge. So. Okay. Das ist, oh, Button Mashing. Liebe ich. Oh, Alter, das tut weh. Bisschen blocken, bisschen blocken. Wie ist das? Was hast du? Damit hast du nicht gerechnet. Okay. Button Mashing, yay. Alter. Button Mashing ist schon eine geile Mechanik. So. Okay, geht weiter. Ich muss ja auch irgendwie noch wahre Jedi werden, ist ja ein Level. Wir haben Gesellschaft. Yay. Du, 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 du. Boah, diese Musik, ne? Ich liebe die. Ich fand die Prequels auch wirklich nicht schlecht. Das Einzige, was daran wirklich schlecht war, war halt, Ah, meine Batterie ist hier ein bisschen leer. Das Einzige, was halt schlecht daran war, war halt Jaja Binks im ersten Teil und natürlich auch noch Padme Amidala und Anakin Skywalker im zweiten Teil. Aber sonst fand ich eigentlich relativ geil. Vor allem die Fight-Scenes waren noch relativ geil. Außer natürlich, dass es jetzt sehr viel CGI war, relativ. Ah, geil. Genau umdrehen. Oh, hier kann man auch noch Sachen kaputt machen. Ja. Ich habe aber massiv Probleme, wie ich sehe. Also 48 FPS, ich weiß nicht, wie das bei den ganzen YouTubern mit einer RTX 3090 oder so aussieht. Ich würde sagen, so eine RTX 3070, das ist. Die ist ja so wie eine 2080 Ti und die müsste ja eigentlich schon was drauf haben. Oh nee, ist das ja. Und ein Droide auch noch so ein Fahrstuhlführerhut. Ah, ne, Führer darf man ja heutzutage nicht mehr sagen. So. Kann ich die auch noch umbringen, damit ich Punkte bekomme? Ja, schön. Kann ich die da auch noch alle umbringen? Liegen die da auf der Plattform ein bisschen? Ja, doch. Schon irgendwie, ne? Schade, ist nicht weit genug. Aber dich kann man zerstören. Sorry. Das
krieg ich dafür? Nix erstmal, 1 von 5 aber schon mal. Dann mal gucken, wo wir weiter hinkommen. Die Kamera ist wieder fokussiert. Mehr Druidenmeister. Mehr Druidenmeister. Watcha, watcha. Das, also diese Stampfattacke, oder wie man das nennen kann, wenn ich jetzt nur einmal X und einmal Quadrat drücke, die ist echt massiv. Ich möchte wenigstens den ersten, den weißen Streifen voll haben. Und wenn es geht, auch noch den blauen. Ja, wäre auch noch schön, aber ich glaube, der Linan ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu machen. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Außer irgendwie... Ne, hier ist nichts Interessantes. Schade. Warum das alles so tief ist, ne? Das verstehe ich auch nicht irgendwie. Warum die überhaupt hier so was haben? Auch nochmal die nächste Frage. Ich wollte einmal kurz gucken. Verbesserungen. Sammelgegenstände anzeigen. Aktuelle Stufe Minikits und Schiffe anzeigen. Ist auch cool. Also die Angriffskraft kleiner Schiffe. Mach ich das schon mal? Das auch. Und ja, das brauche ich glaube ich noch nicht. Gesundheitsanzeige, Fernkampfeffizienz, Nahkampf, Gesundheitsherstellung, mehr Gesundheit. Okay. Katze läuft wieder durchs Bild, danke dafür. L1, ach so, dann greife ich erstmal von hinten an, ne? Perfekt. Habe ich es auch wieder super hingekriegt, ne? Dein Ernst? Button Mashing, yay! Ja, also. Was echt. Das ist insane. So. Schade. Okay, Kreis. Warm. Perfekt. Hat oben nicht noch einen Druide, den ich umbringen musste? Also einer dieser einen von fünf Typen? Ich glaube schon, ne? Er spielt mit uns. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Da ist noch einer. Ja, oben waren zwei gewesen. Okay, schade. So, so. Krieg ich die jetzt irgendwie? Nee, schade. Ja, aber der Stats-Magnet, der ist auf jeden Fall bemerkbar. Alter! Das war insane. Das sah echt geil aus. Muss man sagen. Ich glaube, ich habe ja okay, ich habe weiß hingekriegt. Ich glaube, blau werde ich nicht mehr so richtig hinkriegen. Ich glaube, ich werde jetzt nicht 24.000 Stats nochmal bekommen. So, haben wir noch was zum Zerstören. So, dann komm mal her, was machst du denn jetzt, ne? Oh. 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 Okay. Was für ein Sprung. Das werde ich nicht schaffen. Wir müssen einen anderen Weg zu ihm finden. Sind das Stats, ey? Die kriegt man noch gar nicht eingesammelt. Das ist alles allergrößte Bait, ey. Kann ich jetzt nicht da runter springen? Danke. Ich glaube, da gibt es überhaupt nichts. Können wir das hier nehmen? Hallo? Danke. So. Perfekt. Dann geht's nach oben. Dim, 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 dim. Ey, die Musik ist echt geil. Ich muss ein bisschen gucken, wo war der andere Druide? Da war noch einer. Auch wenn ich jetzt nicht alle fünf, glaube ich, kriege, weil den da hinten kriege ich nicht mehr.
habe ich wenigstens ein paar mehr Stats. Und die brauche ich auf jeden Fall. Und sagen, ich habe, nachdem ich das hier fertig habe, glaube ich, 800.000 Stats. Hoffe ich mal zumindest. Ne, hier wird nicht sauber gemacht, ey. Wo sind wir denn hier? Denn, sind das noch Druiden da hinten? Hier hinten ist ein Minikit auch noch. Okay. Dun, 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 dun. Kann ich hier vielleicht was bauen aus den Sachen dann? Ja, okay. Ja, bau bitte. Gib mir auch noch mal ein paar Stats. Wie soll ich alle vier auf einmal machen? Das ist eine gute Frage gerade. Ja, schade, ne? Wir haben nur zwei. Da kriege ich den von hier aus vielleicht noch. Wäre echt nett, ne? Ne, okay. Okay, und wie das hier geht, weiß ich jetzt auch nicht. Na egal. Haben wir auf jeden Fall irgendwie noch ein paar Stats bekommen und dann passt es, glaube ich. Ich muss auf jeden Fall mal bei OBS gucken, warum das Ganze so rumleckt, weil im Game leckt das überhaupt nicht rum. Nur bei OBS gerade. Der sagt auch nichts von Codierung überlastet. Aha. Komm mal her, Junge. Okay, dann komm her, komm du mal her, Junge. Es ist so ein geiles Movement. Perfekt. Genau das, was ich machen wollte. Ich habe nur die falsche Taste gedrückt. Also fast. Okay, der ist krank ausgewichen. Herr Junge, wie? Er war nicht im... Bam. Zwei Schaden, krank. Okay. Sehr geil. Komm, jetzt renn mal weg hier. Okay, er rennt weg. Was kann ich denn hier machen? Halten zum Anheben? Ach, die hätte ich gebrauchen können, glaube ich, für da hinten, ne? Ah, okay. Schade. Okay, dann lass uns mal gehen. Alter, warum gehen wir denn mit Obi-Wan? Wir müssen nur mit Qui-Gon Jinn gehen. Diese Schilde sind äußerst gefährlich. Sei auf der Hut. Weil, kleiner Spoiler. Qui-Gon stirbt gleich. So, sehr schön. Ah, okay, der ist auch noch nicht dran. Perfekt. Ich fand, die Szene war, glaube ich, vielleicht das Highlight sogar vom ersten Teil. Weil es war echt geil gemacht. Das ist, glaube ich, kein Lego mehr hier, ne? Nur das Einzige, was Lego ist, sind diese Dinger hier rechts. Was haben wir denn hier? Hallo? Erstmal das hier nehmen. Nein, falsch. So. Das da rein, was über den Grund. Sieht irgendwie richtig aus. Nein. Das ist nicht mal in die Richtung bewegt. Das hat sich selber dahin bewegt. Und das hier nehmen. Dann das hier da rein. Also, was glaube ich falsch war. Keine Ahnung, das war blau. Ich habe gedacht, das muss da rein, aber. Kein Plan, was. Also, das hat glaube ich das da drauf gemacht hat, ne? Ich guck mal. Nee. Nee, du nimmst auch, ich würde dich jetzt angreifen, ne? Komm, mach mal das einmal. Damit hast du jetzt nicht gekriegt, ne? Ja, Junge, ich greife dich an.
Hallo, ich möchte hier gerne mal... Junge! Ich will... Wir werden siegen. Weiß er nicht, ne? Ich glaube, hier kann man nichts mehr kaputt machen. Ah doch, man kann hier irgendwas kaputt machen. Okay, so, fertig mit dir. Nein! Hä? Oh. Katze, jetzt entscheide ich. Willst du durchs Bild gehen oder nicht? Ja, danke, okay. Versprich mir, dass du den Jungen ausbildest. Schade, konnte man nicht irgendwie die wenigen Zitate noch nehmen? Von dem nächsten Sprecher war ja auch. Wenigstens das Schwert hättest du mitnehmen können. Euer kleiner Aufstand ist beendet, Euer Hoheit. Die Zeit eurer Besatzung ist. Wie ist dein? Jetzt reden wir über einen neuen Vertrag, Vizekönig. Okay, was passiert jetzt? Wir müssen das Unternehmen mehr zu. Ach, warte. Ich glaube, ich beende irgendwas mal kurz die Folge. Weil Darth Maul ist vorbei und das ist, glaube ich, das Neue. Und dann sage ich danke fürs Zusehen und ciao. Leute.